Moin Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox einen Hochdruckreiniger vor, also eine Art Pack. Zu dem Pack gehört einmal dieser Hochdruckreiniger, der eigentlich platzierbar ist, wobei, wenn der platziert ist, kann man den mit einer Palettengabel bzw. jetzt mit einem Kompaktlader auch bewegen und mobil sein. Zu diesem Stiel Hochdruckreiniger kommt noch ein Hänger mit dazu, der Firma Lizard. Der ist hier, ist halt passend zu dem Hochdruckreiniger. Wir finden das Ganze einmal bei Diverses. Dort finden wir aber den Hänger für 1200. Man kann halt Felgenfarbe und Designfarbe konfigurieren. Und den Hochdruckreiniger selbst, wie ich halt schon sagte, bei platzierbare Objekte, Diverses. Dort ist dann, ihr seht, der ist halt platzierbar. Ne? Und ich kann mich nur da platzieren, was die, da wo die vielleicht noch mir gehören. Preis vielleicht 1550 zu 4500, steht fest rum, kann nicht bewegt werden, zu mobil und überall einsatzfähig. Ne? Also viele Argumente für diesen Stil. Der Modder selbst, Black Sheep Modding, sagt auch, dass dieser Mod auch für unsere Freunde der Konsole da ist. Also auch PlayStation und Xbox Spieler können sich diesen Mod dann im Mod herunterladen und dann auch dann nutzen. Wie gesagt, ihr habt gesehen, platzierbar ist der. Ich kann damit auch in diesen zum Beispiel Kompaktlader einsteigen. Ich habe schon versucht mit der Palettengabel, aber in der Palettengabel kriege ich diesen Hochdruck nicht bewegt. Man kommt halt nicht in diese Palettenlöcher quasi rein. Ja, komm. Das ist jetzt gar nicht so einfach, ne? Wie gewohnt. Paletten sind immer ein bisschen am eigenen Kopf. So, jetzt ist er drauf. Genau, und ihr seht. Kann ich halt mit diesem Kompaktlader kann ich nutzen. Und mit dem Kompaktlader unter der Standardpalettengabel von Kompaktlader ist es eigentlich gut transportierbar. Na gut, geklappt. Dann gucken wir mal eben, ob wir den wieder aufgerichtet kriegen. Wir sind ja kräftig, wir haben ja Muckis. Na, dann stellen wir ihn mal wieder hin. Zack. Aber wie gesagt, mit dem Kompaktlader und der Palettengabel ist standardmäßig ging es eigentlich mal recht gut. Also der zweite Versuch im ersten Mal ist reibungslos, ist erstmal so ein bisschen problembar. Das Problem haben wir halt Fakte. So, und dann zum Transport, dann einfach auf den davor den vorgesehenen Hänger. Wie gewohnt einfach rauffahren. Muss noch einen wieder rausziehen. So. Anschieben. Da kann man ins Fahrzeug einsteigen, den zuklappen und schon steht er quasi fest auf dem Hänger und kann transportiert werden. Ihr seht, ihr könnt auch selbst auf dem Hänger, könnt ihr euch nehmen und eure Fahrzeuge quasi säubern. Ne? Also ihr werdet jetzt da nicht irgendwie, nur weil auf dem Hänger steht, eingeschränkter. Ja, wie gesagt, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr viel in die Kommentare schreibt, wie euch der Mod gefällt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, euer Christoph von Modbox. Ciao.